liegt es auch daran, dass wir hier so drinnen sind. Ja. Aber warum machen wir das Licht aus? Weil wir, wo die... Oh, mein Mikro ist aus. Ralf sagte, sein Mikro ist aus, für alle, die das nicht hören konnten. Okay, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also, ganz schön dunkel hier. Es ist dunkel, weil wir einen Aufruf auf Social Media bekommen haben, die Lichter auszuschalten und auch die Kirchenglocken zu läuten. Davon wurde uns berichtet. Ja, das stimmt. Und das hat man... Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen Putin zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen, als auf seinen Gas und Erdöl angewiesen zu sein. Weil Putin ist ein blödes Arschloch, der Völkerrechtsverletzungen in Kauf nimmt, um seinen Machtimpetus durchzusetzen. Was für ein Idiot. Aber okay. Ich glaube, dass was jetzt wichtig ist, dass man seinem inneren Gefühl mal Ausdruck verleiht. Und auch wenn es durch so eine Aktion ist, das können wir verstehen. Das ist einfach mal ein Zeichen. Gut. Und ja. Und wir machen jetzt? Und wir machen jetzt den Podcast. Okay. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Buchner. Ich bin Matthias Schramm. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu UP-Nachrichten-Webcast Nummer 46 vom 2.3.2022. Und das sind unsere Themen. Als erstes haben wir ein Update der Corona-Regeln. Die meisten Auflagen werden langsam fallen. Wir zeigen, in welcher Reihenfolge. Und die Impfpflicht kommt. Welche Folgen wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht haben? Und wie gehe ich damit um, wenn ich damit immer noch Schwierigkeiten habe? Dann eine erfreuliche Nachricht, dass wir auf Augenhöhe vergütet werden für die Telematik-Infrastruktur. Und wir wollen vorstellen das Dashboard Berufspolitik. Da zeigen wir, wie man messen kann, welche Wirkung Politik hat und was in den nächsten 4 Jahren eigentlich noch passieren muss. Dann erzählen wir etwas über Nagelspangen und bei Podologen, was es da Neues gibt. Und der GBA hat einen Ausblick auf sein Arbeitsprogramm 2022 gegeben. Und da ist außer intensivierte Sprachtherapie wird nicht viel passieren dieses Jahr. Dann haben wir das Thema Therapiemasken. Wir haben kostenlos Masken verteilt für die Verbände, die uns darum gebeten haben, die zu verteilen. Und die GKV Heilmittelbringerliste ist jetzt online. Da muss man schnell seine Daten aktualisieren. Dann gibt es noch das Thema Blanko-Verordnung. Das wird spannend, denn wir müssen neue Denkmuster entwickeln in der Heilmitteltherapie. Und die Therapie Leipzig kommt am 24., 25., 26. März. Und Sie sind herzlich eingeladen, als unser Gast zur Messe zu kommen. Und eingeladen sind Sie auch übermorgen beim GKV Versorgungsverträge Praxisforum. Das ist der Schwerpunkt, da laden wir nochmal extra zu ein. Tja. Und jetzt ziehen wir mal um, ne? Genau, wir ziehen um in die Podologie und in das Podologie- und Fußpflegezentrum Hamburg beim Christian Weingraben. Ja, schön, cool. Ist es hier. Vielen Dank, Herr Weingraben. Ich sehe auf jeden Fall helle Räume und das finde ich immer sehr einladend. Also ich bin auch als Patient in Praxen gewesen und mag das, wenn die Räume offen und hell sind. Ich sehe auf jeden Fall die Lektüre auf dem Tisch. Ja, OP. Da ist eine OP, das gefällt mir. Und der Stuhl gefällt mir auch. Und höhenverstellbarer Schreibtisch, also alles perfekt. Ergonomisch. Geht man hin, ja genau. Warst du schon mal beim Podologen? Ich war noch nie bei der Podologie, nein. Aber ich kenne eine Fußpflegerin und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch Podologin ist. Ha, jetzt outest du dich als echt. Unkenntnis, okay. Medizinische Fußpflege, ja, das ist ein Unterschied. Ja, okay, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist aber Corona. Und zwar dieses Virus, das Bild haben wir längere Zeit gesehen, jahrelang. Jetzt ist es in den Hintergrund gerückt, aber für unsere Praxen hat es immer noch hohe Bedeutung. Und zwar haben wir Lockerung schon angekündigt. Es wird 3 Schritte geben. Im ersten Schritt werden die privaten Zusammenkünfte gelockert. Dann geht es in Gastronomie und Diskotheken und Clubs darum, nicht mehr so viel Eintrittsberechtigungsprobleme zu haben. Und im dritten Schritt gibt es Schutzmaßnahmen, die dann weitestgehend wegfallen, außer die Maskenpflicht. Die bleibt erstmal noch eine Weile. Wir haben hier einmal exemplarisch für Sie, da können Sie in der Dokumentation auch auf den Link schauen. Einmal Beispiel Niedersachsen, da geht es zum Beispiel um körpernahe Dienstleistungen, wo man die FFP2-Maske dann abnehmen kann, wenn es medizinisch notwendig oder ja, begründet ist. Und im nächsten Schritt haben wir noch die praxisfragen.de, eine Datenbank, wo Sie sehr genau nachgucken können, wo wir täglich aktualisieren, welche Regeln gelten wo, wann, bei welcher Inzidenz. Praxisfragen.de und das können Sie immer wieder nutzen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, das ist, mir tut die Kollegin leid, die das pflegen muss. Das ist wirklich hart. Laura muss, glaube ich, jeden Tag da rein und muss jeden Tag Änderungen reinbauen. Andererseits ist es dann ein Ort, an dem man sich auf alle Infos verlassen kann. Genau, ja. Nutzen Sie es. Es ist aktuell frei zugänglich, glaube ich. Jedenfalls diese Seite, das hilft. Okay, was haben wir noch? Die Impfpflicht kommt und die kommt wirklich. Es gab ja diverse Eilanträge gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und das Bundesverfassungsgericht hat diese Eilanträge abgelehnt und hat gesagt, die Impfung führt nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit zu gravierenden Folgen.
was immer das bedeuten mag und was immer Juristen da beurteilen können oder nicht beurteilen können. Aber juristisch ist die Sache klar, die Impfpflicht kommt ohne Wenn und Aber. Und wir wissen, dass es in einigen Praxen immer noch ein bisschen Stress gibt mit der Impfpflicht. Und deswegen finden wir das ganz toll, was wir gefunden haben. Wir haben gefunden von der BGW ein Angebot zur telefonischen Krisenberatung mit gutem Gefühl zur Corona-Impfung. Das ist doch wirklich ein tolles Angebot. Was genau passiert da? Man kann bis zu 5 Sitzungen bekommen und zwar 50 Minuten Beratung zu dem Thema. Einmal, wie man damit selber umgeht und auch, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die sich wehren oder die gerne beraten werden möchte, kann man auch dafür sorgen, dass dann diese Mitarbeiter ein Gespräch mit ausgebildeten Fachleuten führen. Ich weiß nicht, ob es psychologisch, therapeutisch. Ja, psychologisch ist das. Genau, Personal da ist, die helfen, ganz behutsam, ohne Druck, das Thema zu erläutern und hoffentlich zu einem vernünftigen Ergebnis führen. Das finde ich eine clevere Idee von der BG. Ja, finde ich auch. Kostet nichts, weil man hat ja sowieso gezahlt über seinen BG-Beitrag und kann ich ihn nur empfehlen zu nutzen. Das wäre, ist auf jeden Fall ein Versuch wert und es entlastet mich als Führungskraft davon, da irgendwie selbst aktiv werden zu müssen. Und was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass wir irgendwelche Gräben aufreißen in Praxen, in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Nun haben wir ja die Situation, dass wir gerade ein Feindbild, ein externes haben durch diese Ukraine-Krise. Das macht es vielleicht wieder leichter, zusammenzukommen und zu sehen, dass die Gräben ganz woanders längs laufen, jedenfalls nicht mitten durch die Praxis, nicht durch das Team der Praxis. Und da kann die BGW wahrscheinlich wirklich gut helfen, solche Gräben zu schließen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Die Impfpflicht kommt wirklich und da gibt es jetzt ein paar missverständliche Meldungen. Es gibt hier eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen, wo dann drin steht, das können Sie rechts sehen, Impfpflicht in der Pflege in NRW, Land verlängert Frist. Das ist natürlich Blödsinn. Das NRW kann keine Fristen verlängern, so wie Herr Söder in Bayern auch nicht die Impfpflicht aufheben kann oder sagt, wir setzen die gar nicht durch, sondern was NRW gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, das sind die Vollzugsregeln und die Vollzugsregeln NRW sind dann in der Tat länger als der 16. März, sondern die sagen, bis 31. März müssen alle Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber dann die Nachweise geprüft haben und eventuelle Meldungen durchgeführt haben, wenn es denn was zu melden gibt. Und die zuständige Behörde hat dann Zeit bis Ende Juni, um die gemeldeten Fälle zu prüfen, dann wahrscheinlich Schreiben zu verschicken und so weiter und so fort. Und bei allen Erfahrungen, die wir mit Gesundheitsämtern gemacht haben, worauf wettest du, dass das klappt oder nicht klappt? Sie werden das kaum schaffen können. Das ist ehrlich gesagt unrealistisch. Es geht ein bisschen ums Prinzip, glaube ich, und um realistischere Einschätzungen. Aber mal ehrlich, ich glaube, das ist nicht, ja, das nicht ich auch der weiße letzte Schluss. Vielleicht als Abschluss zum Thema Impfpflicht. Das RKI hat seine Faktenblätter aktualisiert zur Corona-Impfung. Das ist ein gutes Instrument, um so ausufernde Debatten zu vermeiden, wo jemand sich auf wilde Thesen macht. Also wenn Matthias und ich diskutieren, dann haben wir natürlich auch unsere unterschiedlichen Quellen. Und wenn wir uns nicht darüber einigen, auf welche Quellen wir uns beziehen werden, dann werden wir nie fertig mit der Diskutiererei. Insofern helfen solche Quellen wirklich. Das sind gute Zusammenfassungen, die kann man ausdrucken, die kann man auch Patienten in die Hand drücken. Und damit vermeidet man Diskussionen, die ausufernd dann sich auf, weiß nicht, auf Honduras, eine Seite, die auf Honduras sonst wie gelegt wird, das kann man damit erledigen. Und Stichwort Quelle vielleicht noch, wenn Sie diese Dokumente haben wollen, unter den Dokumenten in der Dokumentation sind Links. Wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie direkt dahin, um sie runterzuladen und auszudrucken. Genau, deswegen ist das PDF auch auf der Seite hier zu sehen, auf up-aktuell.de für die Kolleginnen und Kollegen, die uns auf Facebook und bei YouTube zugeschaltet sind. Dann gibt es gute Nachrichten. Auf Augenhöhe, die Erstattung für die Telematik-Infrastruktur wurde so vereinbart, dass sie wie in Arztpraxen auch vollständig übernommen wird von den Kassen. Was bedeutet das eigentlich? Naja, Telematik-Infrastruktur, einfach gesagt, ist das medizinische, sichere Netz, das zwischen allen Gesundheitsinstitutionen in Deutschland gespannt wird. Und dazu braucht jede Arztpraxis, jede Apotheke, jede Therapiepraxis, jedes Krankenhaus braucht einen sogenannten Connector, der dann das Internet sozusagen abschirmt oder die Praxis vor dem Internet beschützt. Und da braucht es ganz viele Bestandteile, die kosten alle sehr viel Geld, weil sie zertifiziert und gesichert sind. Und das Geld wird vollständig erstattet. Ja, und das ist eben das Tolle, dass das Gleiche hier bezahlt wird wie bei den Ärzten. Das war nicht immer sicher. Wir haben das vor vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir das in OP mal sehr ausführlich als Schwerpunktthema gehabt. Die Artikel dazu finden Sie, sind immer noch aktuell und die finden Sie
Auf der up-aktuell.de Seite, da gibt es oben einen Themenbubble, Telematikinfrastruktur. Und da finden Sie alles, was Sie brauchen, auch diese Meldung hier zu der Erstattung. Und letztendlich muss man sich natürlich jetzt fragen, also das ist gut, dass man das Geld erstattet bekommt, aber erstens, es ist nur für Physiotherapeuten, die Erstattung für Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen kommt später, und zwar 2 Jahre später, frühestens 2 Jahre später. Und die Physiotherapeuten können jetzt die Erstattung in Anspruch nehmen, müssen es aber nicht, das muss man auch sagen. Und die Frage ist, jetzt bringt es was, und aktuell, jetzt heute, bringt es das nicht so, weil man noch gar keine Karten beantragen kann. Zurzeit ist die Kartenausgabe, der Heilberufeausweis, der mich eindeutig identifizierbar und ansprechbar macht für andere Leistungserbringer. Diese Karte können nur Leute im Modellversuch beantragen, die Physiotherapeuten in Nordrhein-Westfalen sind. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen noch in so einer Probephase. Deswegen würde ich jetzt mal nichts überstürzen, sondern mir angucken, was da so passiert, schlau machen. Und dann kann man mal gucken, ob man im Herbst oder so irgendwie da aktiv werden will oder nicht werden will. Und das hängt auch sicherlich dann damit zusammen, wie die Ärzte mit dem Thema umgehen und ob die Lust haben. Das wird man dann sehen, wie es funktioniert. Also zurzeit ist das eine gute Nachricht und dann kann man das umsetzen. Ja. Das ist die Schuldenuhr, die in Berlin hängt und sehr offensichtlich macht, wie viel Schulden wir pro Kopf pro Stunde aufbauen in Deutschland. Kannst du die Zahlen erkennen? Es sind, pro Sekunde haben wir 3.650 Euro mehr Schulden. Genau. Und pro Kopf auf sind 28.000 Euro Schulden pro Kopf in Deutschland bei 82 Millionen Einwohnern. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich, ne? Naja, und was diese Schuldenuhr eigentlich aussagt, ist, dass wir eine Veränderung haben. Wir sehen eine stetige Veränderung, eine Richtung. Und man könnte sagen, wenn man jetzt ein Ziel verfolgen würde, diese Schulden wieder abzubauen, könnte man gut sehen, wie weit sind wir noch entfernt von diesem Ziel. Das hatten wir auch schon mal. Irgendwann ist hier rückwärts gezählt. Da konnte man das richtig sehen. Also diese Schuldenuhr fasst sozusagen politische Entscheidungen zusammen. Und das ist ja, was wir haben. Wir können ja mal kurz testen. Hast du das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren mit deinem Beruf richtig was passiert ist? Und woran, wenn ja, woran machst du das fest? Wenn nein, woran machst du es nicht fest? Also ich kann ja sagen, dass ich 2010 meine Ausbildung als Physiotherapeut begonnen habe. Also ich bin 2012 fertig geworden, jetzt schon 10 Jahre her. Und das Berufsgesetz ist dasselbe wie damals. Ich weiß, damals hat man gesagt, da wird sich vieles ändern. Geändert hat sich nicht vieles. Die GKV-Leistungsbeschreibung hat sich bisher immer noch nicht geändert. Das ist erstaunlich. Wir arbeiten immer noch im 15- bis 25-Minuten-Takt. Was absurd ist, es gibt immer noch keine Befundposition für Physiotherapeuten. Also man steht so ein bisschen auf der Stelle. Und das ist das Problem. Wir sehen vielleicht die Honorarerhöhung, aber die Honorare sind nur ein Symptom. Sondern was dahinter liegt, ist, dass wir nicht auf Augenhöhe eingepreist sind, dass wir nicht beim GBA vertreten sind, dass Digitalisierung Jahrzehnte später stattfindet als alle anderen und so weiter und so fort. Und das muss man irgendwie abbilden. Und um das irgendwie zu messen, wie weit sind wir noch entfernt von dem Zustand, in dem wir wollen, haben wir etwas gebaut. Aber davor müssen wir einmal sprechen über das, warum wir das gebaut haben. Also wir müssen einfach sehen, wo wollen wir hin? Da haben wir es. Und zwar haben wir einmal den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der Ampelregierung, auf dem schon das Wort Fortschritt draufsteht. Also man sieht, es geht um Entwicklung, es geht um Fortschritt. Und wir wollen jetzt mal schauen, das, was für die Branche an Fortschritt drinsteht, wie weit ist es denn eigentlich mit den Themen? Und wir haben 3 Themen aus dem Koalitionsvertrag raus. Genau, die haben wir auch in der letzten oder vorletzten UP auch schon mal mehrfach kommuniziert. Das erste war Direktzugang. Das steht da explizit drin. Die sagt, wir wollen Direktzugang schaffen, war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in der Hand haben, Digitalisierung. Genau. Digitalisierung der Heilmittelberufe und zwar vollständig. Und dann kommt der dritte Punkt, Beteiligung. Also im GBA nicht nur Anhörungsrecht und Abnickrecht, sondern Mitbestimmung und Anhörung auf jeden Fall. Teilnahme an der Selbstverwaltung. Wenn sich therapeutische Berufe schon nicht selbst verwalten dürfen, wollen sie wenigstens an der Selbstverwaltung der GKV teilhaben, deren Bestandteil sie sind. Ich meine, 10 Milliarden Euro Umsatz im GKV-Bereich, das ist bei einem Volumen von 260 Milliarden im Jahr ja schon ein 26stel. Ja, genau. Aber das ist okay. nicht Was ist wenig. Ein 26stel in Prozent, Mann? Das ist ja egal. Meine Brüder sind Mathelehrer. Ja, okay, ist klar. Ich weiß nicht. Ja, da haben wir den ersten Punkt. Das ist das Thema Direktzugang. Ne? Ja, Direktzugang. Da kann man sehen, da ist eine Patientin. Und wenn alles ideal laufen würde, dann hätte die wegen ihrer Schmerzen gesagt, ich gehe mal
zur Physiotherapeutin, zu Anke Jäkel in diesem Fall. Vielen Dank, dass sie mitgemacht hat. Und dann hätte sie da hingehen können und Anke Jäkel hätte gesagt, ja, kein Problem. Und dann könnte sie behandeln. Das geht aber nur in der Theorie. In der Praxis geht das nicht. Es ist verboten. Patienten dürfen nicht direkt zu Therapeuten gehen, sondern man muss immer erst zu einem Arzt latschen und muss sich dann anhören, warum man eigentlich gar keine Heilmittelverordnung braucht. Das kann ich aus eigener Erfahrung. Der Weg ist steinig, könnte man sagen. Lang und steinig. Und wir sehen, dass wir auch erst 4% laut unserer Berechnung erreicht haben von dem Ziel Direktzugang für Therapeuten. Jetzt müssen wir einmal erklären, wie wir es aufgebaut haben, glaube ich. Ne? Ja. Also da sehen wir da oben das Da ist Direktzugang für Therapeuten. Und hier kann man dann ablesen, wie weit sind wir dem Ganzen schon nahe gekommen. Und hier unten sind die Punkte, die erledigt werden müssen, damit wir hier fertig werden. Also einmal müssen natürlich die Berufsgesetze reformiert werden. Und da steht da 40% jetzt dahinter. Und das bedeutet, dass diese Reform der Berufsgesetze, wenn sie zu 100% erledigt wären, zu 40% auf die Gesamtsumme einzahlen würden. Und das kann man unten da auch sehen. Ein allgemeines Heilberufegesetz fehlt. Wir murkseln ja zurzeit mit ärztlichen Approbationen und Heilpraktikergesetzen rum. Das muss sortiert werden, aufgeräumt werden. Ein Gutachter des BMG ist selbst zum Ergebnis gekommen, dass das Heilpraktikergesetz aktuell verfassungswidrig ist. Genau. Also da muss aufgeräumt werden. Dann haben wir das Thema Weiterentwicklung des elektronischen Gesundheitsberuferegisters. Das zählt zu 10% rein. Und natürlich Schaffung eines Modellprojekts für den Direktzugang. Das macht 40% aus. Und das haben wir bewertet. Das können Sie in der aktuellen OP-Ausgabe auch nachlesen. Da haben wir ganz genau aufgelistet, warum, wieso, weshalb. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis. Und das kann man dann angucken. Also wöchentlich ist wahrscheinlich frustrierend, weil dann ändert sich nichts. Ja, Veränderung motiviert. Also wenn sie etwas tut, das ist schöner. Wir haben ja auch diese Punkte uns nicht ausgedacht. Also das steht alles explizit im Koalitionsvertrag. Das sind also echte Ziele dieser Regierung, die zwar andere Sorgen jetzt gerade hat, aber die Legislaturperiode geht ja noch eine ganze Weile und wir hoffen und glauben auch, dass sich da einiges tut. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, haben wir das gebaut. Sie finden dieses Dashboard auch auf op-aktuell.de und wir werden sicherlich immer, wenn sich was tut, davon berichten. Genau. Der zweite Punkt, den wir eben angesprochen hatten, war Digitalisierung, ne? Ja. Das stellen wir uns so vor, dass da zum Beispiel Rezeptionsfachkräfte mit Ärzten kommunizieren können und Therapiepraxen mit Krankenhäusern über Patienten, über Termine, über Akten sich austauschen. Das ist das Ziel. Und davon sind wir auch noch ein bisschen entfernt. Und zwar wäre doch cool, ne? Mit so einer Art WhatsApp für Telematik-Infrastruktur, mal kurz mit der Arztpraxis chatten, mit der Arzthelferin und mal kurz hin und her schicken, so wie ich das ja privat auch mache und du ja wahrscheinlich auch. Naja, ne? Wenn wir WhatsApp jetzt synonym für komfortabel und nicht für Datenschutz für problematisch, also nehmen wir Streamer. Komfortable, sichere Kommunikation zwischen allen Heilmittelerbringern und auch Patienten, das muss das Ziel sein. Das ist auch völlig klar, in anderen Ländern gibt es das natürlich auch schon länger und auch intensiver. In Deutschland machen wir es alles besonders sicher, das hat auch seine Berechtigung. Und wir sind da auch schon ein Stück weiter als bei dem Thema Direktzugang. Und zwar ein Viertel des Weges haben wir schon gemacht. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass ein Großteil damit zu tun hat, dass wir gesagt haben, hier digitale Heilmittelverordnung sind die Regel. Und das ist hier schon zur Hälfte erledigt. Warum? Weil es schon ein Datum gibt, zu dem das Gesetz sich umgelegt hat. Weil wenn Sie erstmal ein Datum im Gesetz haben, dann, also das haben wir ja bei den Verträgen gesehen da, und bei den Blanko-Verordnungsgeschichten, da hält sich keiner so dran, aber die Umsetzung der digitalen Heilmittelverordnung ist, kann man erwarten, dass die mit größerer Wahrscheinlichkeit umgesetzt wird. Und das soll 26 passieren, weil es ein Datum gibt, haben wir gesagt, okay, dann, das ist die halbe Miete, wenn man das erstmal hat. Und dann haben wir das, Therapeutinnen und Therapeuten werden bei der Fortschreibung der Telematik-Infrastruktur als gleichberechtigte Anwender adressiert. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Also ne, gleichberechtigt ist es nicht, wenn ich dann Logopäden und Ergotherapeuten 3 Jahre später erst denen das Geld gebe für die Anbindung. Das ist nicht zu erklären. Aber wir nähern uns, wenn immerhin die Physiotherapeuten, das ist ja auch die größte Berufsgruppe, schon mal so wahrgenommen wird, dann kommen wir mit den anderen Berufsgruppen sicherlich auch hinterher. Wobei wir die Berufsgruppen hier gleichgewichtet haben. Also wenn die, wir haben sie gleichgewichtet. Natürlich sind sie in der Masse größer. Ja. Und es gibt auch keine vernünftige Erklärung, warum die Logopäden und Ergotherapeuten nicht gleich mitmachen dürfen. Aber egal. Dann natürlich das Thema hier unten, Videosprechstunden gehören zur Regelleistung der GKV. Das ist auch zur Hälfte erledigt, weil da ist eigentlich alles fertig, bis auf die Verträge der Umsetzung. Und da gibt es jetzt noch Hakeleien und das dauert noch, aber wenn das dann fertig ist, kann das springen. Also es könnte sein, dass wir in 2 Monaten hier zeigen können, dass es schon mal ordentlich vorangegangen ist. Und das ist ja, was wir sehen wollen. Wir wollen sehen, dass was passiert und dass an den richtigen Stellschrauben gedreht wird. Und da unten haben wir noch 2 Sachen. Telekonsil ist in der Regelleistungskatalog der GKV möglich. Telekonsil, erzähl. Telekonsil bedeutet, dass eine Therapeutin einen Spezialisten oder eine Spezialistin zum Konsil dazu rufen kann, weil sie sagt, ich habe hier einen Spezialfall, irgendwie einen besonderen Parkinson-Patienten
und dann Informationen oder Beratung von einer therapeutischen Praxis so holt. Und zwar einfach über Video. Einfach über Video und das auch bezahlt. Also das wäre ja die Idee, dass ein Telekonsil nicht nur irgendwas zusätzlich ist, was man privat mit irgendwie Bekannten macht, sondern richtig organisiert und im Leistungskatalog. Das hatten wir, glaube ich, in unserem 10. Webcast. Da hatten wir ein Interview mit einem Arzt aus einer neurologischen Einrichtung. Und der hat gesagt, hey, wenn ihr Fragen habt, ich mache sofort mit euch ein Telekonsil, überhaupt kein Problem. Holt mich einfach dazu, ich helfe euch, den Befund zu machen. Und das habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee, das müsste man eigentlich machen. Aber wie gesagt, da sind wir noch lange weg. Und natürlich Telemonitoring für Heilmittelerbringer ist im Rahmen der Regelleistung, im Rahmen der GKV möglich. Da geht es darum, dass ich sozusagen kontrolliere, ob meine Patienten das zu Hause auch machen, was sie machen sollen. Eine super gute Geschichte, aber davor gibt es noch nicht mal einen Gesetzentwurf, geschweige denn ein Ziel. Nicht mal ein Gefühl und eine Sensibilität dafür, dass das sinnvoll wäre, Patienten nach der ambulanten oder nach der stationären Betreuung irgendwie ambulant weiter zu betreuen und auch eng, nicht nur. Na, solange du Rezeptabarbeiter für einen Arzt bist, traut dir auch keiner zu, dass du Patienten motivieren kannst und Compliance fördern kannst. Das hat ein bisschen mit der Gesamtstruktur zu tun, aber das muss eine der Sachen sein, die kommen. Gut, da haben wir einen dritten Punkt, müssen wir mal gucken auf die Zeit achten. Beteiligung, und zwar geht es um den GBA. Genau. Jan Böhmermann hat vor 4 Wochen in einem Beitrag mal gesagt, die Krokettensitzung, glaube ich, also das sind 24 Kroketten, die sich treffen, einen Stuhlkreis machen und 2 haben keine Lust mehr. Der GBA ist aber das mächtigste Institut. Ja, ist die Therapeutin, die rein will. Genau, die Therapeutin kann nicht rein, die Türen sind zu. Und wir sehen auch, wir sind bei 0%. 0% Beteiligung. Da hat sie noch nichts getan. GBA ist ein ganz düsteres Feld. Also der GBA findet Therapeuten eigentlich nervig. Ich glaube, es gibt eine Therapeutin, die beim GBA eingestellt ist. Eine Physiotherapeutin, meine ich. Als was? Als Mitarbeiterin. Mitarbeiterin, okay. Es gibt auch einen Ergotherapeuten, der für die KBV arbeitet. Es gibt... Also, okay. Genau. Hier kann man sehen, wir brauchen... Jetzt kann man gar nicht sehen, das ist ein bisschen schnell. Mach ja nichts. Genau, wenn du ein bisschen zur Seite gehst, kann man sehen. Da kann man dann sehen, mehr Mitsprachemöglichkeiten im GBA ist der eine Punkt. Regelung einer demokratischen Legitimation für die Vertretung der Heilberufe im GBA und die Beteiligung im GBA ist durch das SGB V verbindlich geregelt. Das sind schon wichtige Kriterien, damit man sicher sein kann, dass man auch nicht gleich wieder rausfliegt, sondern dass man Teil des Ganzen ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dann auch das geregelt werden muss. Also wie finanziert man das Büro, wie kann man die Arbeit dort leisten, die da zu leisten ist. Da geht es auch viel um Geld. Und das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich niemand der Leute, die da sind, will, dass da andere Leute reinkommen. Weil dann werden zusätzliche Mittel notwendig, die müssen wieder finanziert werden aus Kassenmitteln und so weiter und so fort. Das ist sehr politisch, aber es muss einfach sein. Und das Schöne ist, die Koalition hat das reingeschrieben. Hat gesagt, wir wollen die Therapeuten im GBA vernünftig beteiligen. Ich glaube, das ist Frau Klein-Schmeink gewesen, der man an dieser Stelle einfach mal sagen muss, danke, das war eine gute Idee. Und das wäre wirklich fortschrittlich, wenn das so weit käme. Also ich mag mir ja gar nicht vorstellen, ich kann mir gar nicht erträumen, was wäre, wenn das alles erreicht wäre. Aber ich meine, wir haben eine Regierung, die das sich vorgenommen hat. Und das Gute ist, wenn wir jetzt das als Dashboard hier abgebildet haben, dann werden erst die Zusammenhänge klar. Also warum brauchen wir dies, warum brauchen wir das, welches große Ziel erreichen wir damit? Das sind die Punkte. Und wir können darüber diskutieren, was können wir tun, was können wir in den Praxen tun, damit das vorangeht. Und wir werden im Laufe der Zeit jetzt sicherlich dann anfangen, diese einzelnen Punkte mal näher zu beleuchten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir so kleine Videos machen, wo wir das erklären, was da passiert, was da passieren müsste und wie es läuft. Und dann werden Sie peu à peu sehen, dass Sie auch mehr Durchblick bekommen bei der ganzen Geschichte, die Zusammenhänge erkennen. Und dann wissen Sie auch, woran Sie arbeiten können. Dann können Sie auch sehen, ob es vorangeht oder nicht vorangeht. Und das ist ja, was wir gucken. Wir wollen mehr Gefühl dafür kriegen, es geht voran. Es entwickelt sich was weiter. Und Therapie muss sich weiterentwickeln im großen Stil. Gut. Ja. Das nächste Thema ist Orthonyxie-Behandlung. Orthonyxie, altgriechisch für Fortgeschrittene. Ortho heißt gerade und Nyxi ist der Nagel. Oder Onyx ist nicht nur ein Pokémon, ist auch der Nagel. Und für Podologen ist es so, dass seit 2003 in der Ausbildung schon über Nagelspangen gelehrt wird. Das heißt, Podologen können das, aber jetzt erst ist es in den Katalog aufgenommen worden, dass es verordnbar ist. Also verordnungsfähig. Das hat lang gedauert, 2003, 22, 19 Jahre. Das ist aber in der Geschwindigkeit, wie solche Regelungen normalerweise umgesetzt werden, immer noch okay. Wir freuen uns, dass das ein Gewinn ist für Patientinnen und Patienten, denn das diabetische Fußsyndrom ist ein echtes Problem. Amputationen finden statt und wenn man durch so einfache, scheinbar kleine, also natürlich ist es nicht einfach, aber es ist eine sehr kleine Korrektur, Amputationen verhindern kann, dann gewinnen alle. Ich weiß jetzt nicht, ob er durch den Nagel
Korrektursprang, Amputation naja. Verhindert. Aber egal. Eingewachsene Nägel können der Anfang sein von, ja, von Infektionen. Und aber es ist schon so, dass die Unterschiede zwischen Podologieverordnung zwischen den einzelnen Bundesländern enorm sind, also unerklärlich. Und eigentlich müsste man es gegenüberstellen den amputierten Füßen, da müsste man mal gucken, was dabei rauskommt. Denn das ist ein Standardproblem bei Diabetikern, dass sie dann irgendwann ein Problem kriegen mit ihren Füßen. Und das können Podologen durchaus verhindern. Und das wundert einen schon, wie lange man das braucht. Aber das haben wir von der Vorbesprechung schon gehabt. Da habe ich gesagt, ja, medizinische Leitlinien brauchen im Schnitt 13, ich glaube bis 15 Jahre, bis eine fertige, verabschiedete Leitlinie dann irgendwann mal in der Versorgungsrealität einer ärztlichen Praxis ankommt. Und das hier hat eben auch verdammt lange gedauert. Aber nehmen wir es als Gewinn in die richtige Richtung, Podologie. Genau. Der GBA gibt einen Ausblick auf das Arbeitsprogramm 2022 und eigentlich ist es eine Blamage für den GBA, weil außer der intensivierten Sprachtherapie, die seit Februar beraten wird, tut sich dieses Jahr offensichtlich nichts, jedenfalls nichts bezüglich des Arbeitsprogramms. Naja, wir haben ja schon vorhin die Kollegin gehabt, die an der Tür gepocht hat, des GBA, und das müssen wir vielleicht öfter mal tun, damit wir da endlich reinkommen und dafür sorgen können, dass Heilmittel regelmäßig auf der Agenda steht. Apropos reinkommen, Sie können reinkommen, wenn Sie bei auf unserer Seite buchner.de Messe Leipzig eine Eintrittskarte für die Messe Leipzig bestellen. Dann kriegen Sie die kostenlos und wir lassen Sie rein zur Therapie Leipzig, 24. bis 26. März. Und das ist etwas Besonderes, weil diese großen Veranstaltungen, die haben wir alle jetzt längere Zeit nicht erlebt. Wir freuen uns, Sie wieder persönlich zu treffen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind genau die richtigen, das Sicherheitskonzept stimmt. Wir freuen uns, Sie dort zu treffen auf dem Stand. Ja, wir haben haufenweise Vorträge vorbereitet und wenn Sie also in der Nähe sind und noch keine Karte haben, wenn Sie auf den Link da unten gehen, buchner.de, Messe Leipzig, dann ist das kostenlos. Wie gesagt, müssen Sie nur hinfahren. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, sich wieder zu bewegen. Und jetzt üben wir ja alle, uns wieder in Gruppen zu bewegen. Also ich war neulich im Theater und war einigermaßen überrascht, wie ungewohnt das ist, in einem vollen Saal zu sitzen. Da muss man sich richtig wieder dran gewöhnen. Ohne Abstand? Ja, ohne Abstand. Also Masken haben wir aufgehört. Aber ansonsten war das ganz normal, so wie es früher war. Und ich saß oben im zweiten Rang und dachte, naja, jetzt geht die ganze warme Luft hier hoch. Und habe ich kurz überlegt, ob das ein Grund zur Sorge ist. Dann habe ich gesagt, das war eine 2G-Veranstaltung, alle waren geimpft, vermutlich. Ja, da waren lange Schlangen vorher, wo man sich testen und impfen und hast du nicht gesehen, was man musste. Das war also alles safe. Trotzdem nehme ich schon wahr, dass um uns herum viele Leute auch immer mal wieder positiv sind. Aber ich glaube, das ist etwas, womit wir langsam uns arrangieren. Jedenfalls scheint die politische Wirklichkeit so zu sein, dass Leute sagen, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Das ist so. Gut. Wir erinnern uns, im Dezember, da hat das Bundesgesundheitsministerium, also Ende November, Anfang Dezember, hat das Bundesgesundheitsministerium so eine Ad-hoc-Aktion gestartet und gesagt, oh, wir haben noch Masken in den Lagern und die laufen dann auch irgendwann aus. Und deswegen haben sie alle Heilmittelverbände angeschrieben, haben, hey, liebe Heilmittelverbände, wollt ihr nicht mal eure Praxen fragen, ob die ein paar Masken kostenlos haben wollen? Ihr müsst euch nur darum kümmern, das zu verteilen. Das ist natürlich eigentlich eine Riesensauerei, weil das Verteilen ist teurer als die Masken selbst. Und da haben wir gesagt, okay, als wir das gehört haben, das erinnert sich, haben wir auch hier im Webcast gesagt, haben wir gesagt, okay, wenn ihr Verbände das alleine nicht stemmen könnt oder nicht stemmen wollt, weil wir müssen auch sparsam mit den Mitgliedsbeiträgen umgehen, dann bieten wir an, das kostenlos für euch jeweils zu machen. Und das haben 5 Verbände angenommen und genau, da haben wir einen kleinen Beitrag dazu. Boah, ist schon eine ganz schöne Menge, die hier an Masken rumliegt. Ja, Atemschutzmasken. Das hat das Bundesgesundheitsministerium der Heilmittelbranche zur Verfügung gestellt. Und jetzt geht es darum, dass diese Millionen von Masken gleichmäßig zu verteilen an alle, die Masken haben wollten. Und die Masken sind kostenlos aus den Beständen des Bundes. Und cool, dass wir dabei helfen dürfen, die zu verteilen. Die Arbeit ist ziemlich aufwendig. Man muss diese Packungen wieder in versendbare Einheiten zusammenpacken, weil die Praxen sehr unterschiedliche Mengen geordert haben. Mal gucken, wie wir das so zusammenstellen. Das heißt, ihr müsst leider die Dinger zählen, ungefähr, ne? Ja. Fiese Arbeit. Okay, sehr schön. Das ist sozusagen alles nebenbei, was die Kolleginnen und Kollegen hier fertig machen, um die Dinger schnell in die Praxis zu verschicken. Und so sieht das jetzt im Laster aus, wenn man die Pakete hier reingemacht hat. Und das wird jetzt im Laufe des Tages relativ schnell voll werden. Dann werden die Kolleginnen und Kollegen hier ein Paket nach dem anderen machen. Und heute Abend kommt dann ein Laster und nimmt
diesen Hubwagen, diesen Container dann einfach mit und fährt ihn weg. Und das passiert hier zurzeit täglich ein paar Mal. Und es sind eine Menge Masken, die da verteilt werden müssen für die fünf Verbände, die so nett waren, nicht nur für ihre eigenen Mitglieder mit Masken zu bestellen, sondern die das auch noch für Leute gemacht haben, die nicht in einem Verband sind. Das finde ich ziemlich cool und da zeigt sich mal, dass man gemeinsam für die Gesamtbranche gut was heben kann. Eine Neuerung der Rahmenverträge ist die Heilmittelerbringerliste, ein langes deutsches Wort, in der alle Praxen, die eine Zulassung haben, aufgelistet sind mit mehr oder weniger aktuellen Daten. Der Aufruf ist, diese Daten zu aktualisieren. Eine Kollegin hat dazu einen Beitrag gemacht, die Jenny. Die Heilmittelerbringerliste des GKV-Spitzenverbands ist jetzt online. GKV-Versicherte konnten bisher bei der Suche nach einer geeigneten Praxis noch nicht auf ein Verzeichnis der zugelassenen Heilmittelpraxen zurückgreifen. Deshalb hat der Gesetzgeber den GKV-Spitzenverband damit beauftragt, auf seiner Internetseite eine Heilmittelerbringerliste zur Verfügung zu stellen. Entscheidend dafür, ob eine Praxis in der Liste auftaucht, ist die GKV-Zulassung. Die Suche erfolgt nach Ort oder Postleitzahl. Zudem ist es in manchen Fällen möglich, nach besonderen Leistungen zu filtern. Unser Tipp: Prüfen Sie, ob die Daten zu Ihrer Praxis korrekt und vollständig sind. Mit Ergänzungen und Berichtigungen können Sie sich direkt an Ihre zuständige AGE wenden. Falls Sie das Heilmittel-Webportal www.zulassungen-heilmittel.de nutzen, können Sie im Abschnitt Öffentliche Informationen die Daten zu Ihrer Praxis einsehen und aktualisieren. Dort können Sie etwa Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetseite der Praxis angeben und Angaben machen, ob Ihre Praxis barrierefrei ist und einen rollstuhlgerechten Zugang hat. Die Blankoverordnung hätte eigentlich bereits seit Jahren da sein müssen, so inhaltlich. Rechtlich gesehen hätte sie spätestens Ende September vorliegen müssen. Und da das nicht fertig war, war dann der gesetzliche Auftrag, die Schiedsstelle zu beauftragen, das zu machen. Und wir haben uns das mal so vorgestellt in der Praxis, wie sieht das denn aus, worum geht es bei der Blankoverordnung? Bei der Blankoverordnung geht es letztendlich darum, dass der Therapeut die Diagnose und die Diagnosengruppe übermittelt bekommt und dann das Heilmittel, die Behandlungseinheiten, das ergänzende Heilmittel, die Therapiefrequenz selbst aussuchen kann und die Intensität der Therapie angemessen an die Behandlungssituation mit dem Patienten selbst definiert. Und aus irgendeinem Grund haben die Krankenkassen höllische Angst davor. Ich weiß nicht genau warum. Und auch viele Therapeuten haben mir gesagt, oh, wir wissen nicht, ob das gut ist und haben Angst vor Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Und wir glauben, es gibt wirklich keinen Grund, Angst zu haben. Und das hat Björn mal zusammengefasst. 4 gute Gründe, warum sich niemand vor mehr Behandlungsfreiraum sorgen muss. Seit über einem Jahr könnte es einen Vertrag über die sogenannte Blankoverordnung geben. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür hat das Terminservice- und Versorgungsgesetz oder kurz TSVG geschaffen. Die Heilmittelrichtlinie ist schon seit langem vorbereitet. Und wenn die Heilmittelschiedsstelle ihren gesetzlichen Auftrag ernst genommen hätte, dann gäbe es jetzt, Anfang 2022, bereits diverse Schiedssprüche zum Thema Blankoverordnung. Davon sind wir leider weit entfernt. Die einzigen, die sich auf die Blankoverordnung freuen, scheinen die Ärzte zu sein. Denn klar ist, mit jeder von Ihnen ausgestellten Blankoverordnung geht das Risiko der Wirtschaftlichkeitsverantwortung weg von Ihrer Praxis hin zum Therapeuten. Und das ist der Grund, warum Krankenkassen und Heilmittelerbringer Bauchschmerzen bekommen. Wovor sich die meisten fürchten? Ein Regresstheater, so wie wir es bei den Ärzten kennen. Dabei ist diese Angst bei näherer Betrachtung völlig unbegründet. 4 Gründe. Erstens, Mengenausweitung kaum möglich. Der aktuell herrschende Fachkräftemangel führt dazu, dass bereits jetzt die Patienten Schlange stehen vor den Praxen. Sprich, die Therapeuten haben gar keine Zeit und Kapazitäten, um eine Mengenausweitung infolge der Blankoverordnung entstehen zu lassen. Zweitens, ein Upgrading bedeutungslos. Die Kassen befürchten, dass Therapeuten im Zweifel immer das am besten bezahlte Heilmittel auswählen. Also manuelle Therapie statt KG oder eine Doppelbehandlung. Aber auch hier gilt: Längere Therapieeinheiten haben für die Kassen faktisch keine Bedeutung, da das fehlende Personal die Anzahl der möglichen Behandlungseinheiten schlichtweg begrenzt. Außerdem ist die Möglichkeit des Upgrading durch den Heilmittelkatalog begrenzt. Schließlich darf nicht in jeder Diagnosegruppe jedes beliebige Heilmittel verordnet werden.
Drittens, Ausnutzung monetärer Vorteile, unrealistisch. Schon jetzt können Ergotherapeuten und Logopäden statt Einzel- und eine Parallelbehandlung durchführen. Der Minutenpreis läge dann 40-80% höher. Und machen Sie das? Nein. Und viertens, Wirtschaftlichkeitsverantwortung? Die ist gesetzlich geregelt. Und auch hier werfe ich wieder das Thema Fachkräftemangel in den Raum. Weiterhin regelt das Gesetz ziemlich genau, dass zum Beispiel Abschläge auf Vergütung nur dann greifen dürfen, wenn es zu einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung in der Anzahl der Behandlungseinheiten je Versicherten, die medizinisch nicht begründet sind, kommt. Keine Rede von Honorarabschlägen wegen höherwertiger Heilmittel. Und eins ist klar, eine Blankoverordnung würde zu einer besseren Versorgung der Patienten hinsichtlich Art, Dauer und Intensität der Therapie führen. Die Ängste auf allen Seiten sind unbegründet und die Therapeuten sollten alles dafür tun, dass sie endlich den gesetzlich vorgegebenen Behandlungsfreiraum erhalten, den sie brauchen. Es wird höchste Zeit. Tja, Blankoverordnung. Also bin ich Björns Meinung. Und ich habe das neulich, da haben wir eine Diskussion gehabt, irgendwie online. Und da habe ich gedacht so, was für eine Unverschämtheit seitens der Kassen anzunehmen, dass Therapeuten, sobald sie Freiraum bekommen, das ausnutzen monetär. Ich kenne kaum Leute, die so zuverlässig, so sachorientiert, inhaltsorientiert sind wie Therapeuten. Warum werden Therapeuten unterstellt, sie würden irgendwelche bösen Sachen machen, wenn man ihnen mehr Freiraum zur Behandlung gibt? Erstaunlich, oder? Ein unverschämter Generalverdacht, finde ich. Ja. Also wirklich frech. Ja, genau. Das ist das, was man dazu sagen muss. Okay, so, wir bevor gehen, wir jetzt weitermachen. Wir gehen erstmal raus aus der Praxis und bedanken uns noch einmal bei Christian Beimgraben und verabschieden uns aus der Podologie- und Fußpflegezentrum in Hamburg. Genau. Und wenn Sie mal Gastgeberin oder Gastgeber sein wollen für den UP-Nachrichten-Webcast, dann schicken Sie uns eine E-Mail an hausbesuch@up-aktuell.de und dann handeln wir mit Ihnen das aus und dann schicken wir Fotografen vorbei und machen schöne Bilder und dann sind Sie unsere Gastgeberin oder Gastgeber. Apropos Gastgeber, wir laden Sie ein übermorgen schon zum Praxisforum GKV Versorgungsverträge. Wenn Sie Sicherheit haben wollen in der Umsetzung und Anwendung, dann haben Sie in 3 Workshops und 18 verschiedenen Themen die Gelegenheit, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Übermorgen jetzt noch anmelden, das ist die Gelegenheit ist jetzt noch günstig, buchner.de und da finden Sie den Link zum Praxisforum. Genau, UP-Abonnenten und UP-Plus-Kunden sparen Geld. Die sparen auch noch bei der Anmeldung, ja, natürlich. Genau. Okay, was haben wir noch? In der März-Ausgabe haben wir natürlich wieder UP-Therapie-Management-Ausgaben, UP-Ergo, UP-Logo, UP-Physio. Da gibt es ja Therapy Abstracts, das sind die Auszüge aus den ärztlichen Zeitschriften, die sich mit dem jeweiligen Beruf beschäftigen, damit sie mit Ärzten über ihren Beruf diskutieren können. Als Gesprächsteaser sozusagen, da sind wieder Beispiele für extrabudgetäre Verordnungen, da sind Lieblingstherapiegeräte, die Kolleginnen und Kollegen benutzen drin. Das ist für Abonnenten. Und wenn Sie das nicht bekommen haben und Sie würden Ihren Mitarbeitern gerne das UP-Therapie-Management geben, dann sollten Sie schnell ein Abo abschließen, dann kriegen Sie es und dann melden Sie sich einfach bei uns. Das geht ruckzuck. Ja, und ruckzuck geht es auch weiter. Wir sind schon fast am Ende. Wir werden gleich noch Fragen beantworten und dann im Anschluss um 21 Uhr geht es mit dem Stammtisch weiter. Die Adresse ist unten eingeblendet, www.up-aktuell.de/stammtisch. Da kommen Sie zu einem Zoom-Meeting und da wird am Stammtisch gesprochen. Ja, genau. Olaf ist da. Ich glaube, Olaf ist heute der Gastgeber. Genau, das ist sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, als Hinweis, die das nicht kennen, wir geben gleich die Möglichkeit, Sie können Fragen stellen, konnten Sie die ganze Zeit schon. Und wir beantworten die so gut es geht. Wir können manche Fragen auch nicht beantworten. Und das machen wir so lange, bis der Stammtisch anfängt. Wenn es genug Fragen gibt, manchmal gibt es auch nicht so viele Fragen. Und allen anderen wünschen wir einen schönen Abend. Genießen Sie den Abend, soweit es die Umstände erlauben, das zu genießen. Aber ich finde, man darf schon die Beine hochmachen und darf sich auch entspannen, damit man morgen wieder für die Patienten da ist. Denn die brauchen auch Zuspruch. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die Therapeuten haben, Zuspruch auch in schwierigen Zeiten zu geben. Deswegen darf man sich auch selbst dann mal entspannen. Mein Name ist Ralf Buchner. Ich bin Matthias Schramm. Und wir sagen schönen Abend. Tschüss. So, und jetzt, genau, lesen Sie als Abonnent von UP-Management. Ja, nein, kenne ich nicht, weil ich nicht abonniere. Okay. Und ja, 81, alles klar, sehr schön. Gut, haben wir Fragen? Dann fangen wir oben an. Gibt es Listen, was man ans Gesundheitsamt übermitteln muss?
Ja, wir müssen übermitteln, wenn ein Mitarbeiter nicht geimpft ist. Das ist alles. Ja. Sie sind, also man ist als Einrichtungsleiter, also als Praxisinhaberin oder als fachlicher Leiter, je nachdem, wie man es drehen und wenden will, ist man dafür verantwortlich, dass man die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Und man erfüllt die gesetzlichen Anforderungen, indem man prüft und guckt, ob die Leute entsprechend geimpft sind. Und wenn sie nicht geimpft sind, dann meldet man sich vom Gesundheitsamt. Wie die Gesundheitsämter diese Informationen haben wollen, das wird in manchen Gesundheitsämtern online gehen, das wird bei manchen Gesundheitsämtern irgendwie anders gehen, schriftlich. Ich würde Ihnen raten, das in jedem Fall schriftlich zu machen, wenn Sie eine E-Mail schicken. Bei E-Mails kann man eine Empfangsbestätigung sich schicken lassen, damit Sie sichern, dass es geht. Oder Sie machen das, was Gesundheitsämter ganz großartig können, faxen. Ja, ich darf es gar nicht laut sagen, oder? Naja, gut, okay. Sie müssen es melden. Ich habe heute eine neue Funktion in meiner Krankenkassen-App, wurde mir eine Push-Benachrichtigung geschickt. Es gibt jetzt auf Knopfdruck, kann man seine versicherten Kartendaten faxen an die Arztpraxis. Endlich eine gute digitale Funktion. Ja, falls man die Versichertenkarte vergessen hat, kann man einen Fax mit einer App schicken. Ich finde das irgendwie schön. Ja, das ist eine praktische Lösung, aber irgendwie auch gruselig. Es wäre viel einfacher, wenn die Versichertenkarte in meiner App wäre. Aber ja, egal. Aber wollen wir mal nicht den Tag vor dem Abend gut. Gucken. Das heißt aber auch zu der Frage eben, wenn alle meine Mitarbeiter geimpft sind, muss ich gar nichts tun. Nee, muss ich nichts tun. Eine genesene, aber ungeimpfte Mitarbeiterin, welche Ende April den genesenen Status verliert, muss sie am 15. gemeldet werden, beziehungsweise erst, wenn sich der Status ändert. Na, erstmal haben sie den 15.3. und da müssen sie erstmal gar nichts machen, weil dann ist ja noch okay. Und welche, wenn sie am Ende April den genesenen Status verliert, dann muss man jetzt mit ihr besprechen, was man machen kann, damit sie einen Status weiter aufrechterhalten kann, der ihr die Arbeit zubildet. Das kann man beim Gesundheitsamt anfragen bei Ihrem örtlichen und fragen, wie sollen wir uns verhalten. Das kann man ja ganz offen kommunizieren. Sie könnten auch das machen, was wir vorhin gemacht haben, die BGW-Hotline anrufen, die da sicherlich auch gerne weiterhilft und die vielleicht sogar das besser mit ihrer ungeimpften Mitarbeiterin kommunizieren kann, als das jemand anders kann. Vielleicht finden die eine Lösung dafür, wie ihre Mitarbeiterin einen Weg findet, auch über Ende April hinaus dann klarzukommen. Wenn Sie den Link und die Nummer noch haben wollen, dann finden Sie das in der Dokumentation, die Sie im Nachgang zu diesem Webcast ab morgen finden. Schriftlich. Das haben wir schon gesagt. Genau, schriftlich ist sicher Fax oder E-Mail oder... Schriftlich mit Beleg, schriftlich idealerweise. Mit Beleg. So, ja. Das ist das. Genesene Mitarbeiter innerhalb der 3 Monate sind, müssen nicht gemeldet werden, dass sie als immunisiert gelten, oder? Meines Wissens ja, aber das müssen Sie gucken. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt wird. Ich meine, wir haben auch erlebt, dass im Bundestag eine andere Regel gilt als außerhalb des Bundestages. Also da muss man wirklich gucken. Im Zweifel ruft man einfach oder schickt eine E-Mail ans Gesundheitsamt und fragt die. Das ist also Ihr örtliches Gesundheitsamt, ist der Maßstab aller Dinge und das wird bestimmt sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Gesundheitsämter gibt, denen das völlig schnurzpiepen egal ist. Und es gibt Gesundheitsämter, die akribisch den 15.3. sich angucken. Deswegen einfach immer gucken vor Ort, was die akzeptieren oder nicht akzeptieren. Also nutzen Sie die Zeit, die bis dahin noch ist, und fragen Sie einfach. Und angstfrei. Das ist, man muss vor nichts Angst haben hier. Niemand will, dass irgendjemand nicht arbeitet, sondern es geht darum, hier eine gesetzliche Regel umzusetzen. Und jetzt müssen wir Wege finden, wie man diese gesetzliche Regel sinnvoll umsetzen kann. Das kann man einmal im Gespräch machen, die BGW einschalten. Das kann man machen, indem man formal prüft, was kann sein, was kann nicht sein. Manchmal, Sie erinnern sich, wir haben das schon öfter gehabt beim Heilmittelkatalog. Ich habe immer gesagt, die Ärzte gucken auf den Heilmittelkatalog als Zwangswerk, was sie einschränkt. Dann findet man auch Leute Einschränkungen. Mein Lieblingsbeispiel war die Neurologin der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, mit der ich da saß an einem Tisch und die sagte, hey, es gibt keine Frequenzbegrenzung nach oben. Doch, die gibt es. Nee, gibt es nicht. Da bin ich ganz sicher. Dann habe ich ihr den Heilmittelkatalog gezeigt und dann sagte sie, das stimmt bestimmt nicht. Und dann habe ich so gedacht, alter Verwalter, also es war nichts zu machen, bis ihr Hausjurist dann sagte, du, der hat recht. Das kann gar nicht sein. Aber das ist das Problem. Wenn ich den Blick auf etwas habe und es als großen Druck wahrnehme, habe ich keine Chance, die Lösung zu sehen, die so eine Sache beiwohnt. Und wenn ich auf den Heilmittelkatalog gucke als Regelwerk, was ich optimal nutzen kann, dann kann ich das auch mit der Impfung zu machen. Ich gucke auf die Regeln und gucke, was geht denn? Das ist ja völlig okay. Und inzwischen hat auch keiner Stress mehr damit, weil inzwischen ist die Impfquote und die Krankenquote so weit, es hat keiner mehr ganz großartige Angst. Wir gewöhnen uns langsam wieder an das Beisammensein. Insofern gibt es auch keinen Stress mehr. Gucken Sie einfach, dass Sie die Regeln genau lesen, im Zweifelsfall nachfragen, schriftlich nachfragen. Und solange Sie schriftlich nachgefragt haben, kann Ihnen auch keiner vorwerfen, Sie hätten nichts getan. Also einfach Regeln sind
sinnvoll anwenden? Gute Frage. Die neue GBT soll jetzt im, was haben wir jetzt im März verschickt werden? Ja. Ich habe hart daran gearbeitet, ehrlich gesagt. Aber ja, wir brauchen noch einen Augenblick. Wir beeilen uns. Ja. Gibt es die Möglichkeit, ausgefallene Therapiesitzungen an die Krankenkasse zu berechnen? Nein. Das nicht. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ausgefallene Therapiesitzungen abzufedern finanziell. Also eine Möglichkeit ist, Sie nutzen die Videotherapie-Möglichkeit. Also wenn ein Patient nicht kommt, rufen Sie ihn an und sagen, setz dich jetzt vor den Rechner und wir machen 10 Minuten Videotherapie. Dann würde ich sagen, können Sie das machen. Dann können Sie in die Dokumentation reinschreiben, der Patient fühlt sich nicht so, deswegen haben wir Videotherapie gemacht und nach 10 Minuten war so stark belastet, dass wir aus medizinischen Gründen früher aufgehört haben. Dann ist das alles formal korrekt und können Sie abrechnen, kein Stress. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie lassen den Patienten bezahlen. Ausfallgebühren. Gnadenlos. Deutlich machen, was für Konsequenzen gibt es. Ist es möglich, dass der Bund die untauglichen Masken aus den Spanlagern an Therapeuten verteilt? Oder verteilt hat vielleicht sogar? Sind die Masken, die mir verteilt wurden, untaugliche Spanmasken? Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist ein Spanlager? Wäre die erste Frage, die man sich stellen muss. Und Spahn hat auch keine Masken, also ich glaube nicht, dass wir untaugliche Masken haben. In dem Schreiben des BMG, was ich gelesen habe, da stand drin, dass die alle zertifiziert und okay und sonst wie sind. Ich glaube, dass die Spahnmasken mal versucht wurden, an Obdachlose zu verteilen. Und das hat eigentlich den Alarm ausgelöst. Insofern ich glaube auch in Behinderteneinrichtungen. Also Behinderteneinrichtungen auch, ja. Das war auf allen Ebenen nicht korrekt, was da gelaufen ist. Genau. Also ich kann den Ärger bei Spahn verstehen, aber gehen Sie mal davon aus, dass das gut gemeint ist und dass es ist okay. Gibt es die Ausfallgebühr auch in Ergo- und Logopraxis? Und jetzt müssen wir einmal scharf überlegen, wer entscheidet, ob es Ausfallgebühren gibt. Und wir stellen fest, der Inhaber der Praxis entscheidet das. Und die Mitarbeiter, die das durchsetzen müssen. Und deswegen gibt es die Ausfallgebühr natürlich auch in Ergo- und Logopraxis, wenn dann die Inhaber das wollen. Und wenn Sie damit Schwierigkeiten haben mit Ausfallgebühren, wir haben Seminare zu dem Thema, wo wir Hunde hoch und runter Ausfallgebühren deklinieren. Das ist nämlich vor allen Dingen ein kommunikatives Thema und auch eine Klärung vorher. Denn das Gesetz, auf dem das fußt, ist das BGB. Und das ist nochmal ziemlich Grundlage aller unserer... Es ist ein reines Kommunikationsproblem. Es ist also nur Kommunikation. Eine meiner Lieblingsfortbildungen, die ich mal gemacht habe, da bin ich angeheuert worden von einem Reha-Zentrum zum Thema Ausfallgebühren. Mhm. Und wir haben den ganzen Tag, ungelogen, nichts anderes gemacht, als mit Rezeptionisten Rollenspiele gemacht. Und die durften sich aussuchen, ob sie Patient oder Rezeption sein wollten. Und ich musste immer den Gegenpart machen. Mhm. Und wir haben den ganzen Tag geübt, wie wir mit... Mein Auto hat keinen Sprit mehr, der Bus ist nicht gefahren, mein Kind ist es war krank. Zu viel Schnee, mein Kind ist krank und tot und also alles. Wir haben nichts ausgelassen. Das geht, man kommt damit klar. Man muss ein Mindset haben dazu, das ist das Ding. Habe ich das richtig verstanden? Logopäden dürfen Gruppenbehandlung machen, obwohl es nicht auf dem Rezept steht. Gucken Sie in die Leistungsbeschreibung, in die Vergütungsgeschichten, da gibt es sowas wie Parallelbehandlung. Und da können Sie zwei Leute gleichzeitig behandeln, auch wenn Einzelgeschichten ist. Außerdem, natürlich dürfen alle Therapeuten Einzelverordnungen in Gruppenverordnungen umwandeln, ohne dass sie dazu irgendwelchen großen Zirkus machen. Es muss nur dokumentiert sein auf der Verordnung und deswegen scharf differenzieren zwischen Doppelbehandlung und Gruppenbehandlung. Das ist nicht dasselbe. Also halt nicht Doppelbehandlung. Parallelbehandlung. Parallelbehandlung, Entschuldigung. Genau, Doppelbehandlung ist noch etwas. Also mit den Begriffen, Freudscher Versprecher. Also Parallelbehandlung meint zwei Leute parallel behandeln. Das ist eine andere Vergütung als eine Gruppenbehandlung, wo man mehr als zwei Leute hat. Und auch eine andere als zweimal einzeln. Genau. Aber schauen Sie ganz genau, das ist in den sonst, wenn Sie, ich glaube, das machen wir in dem Praxisforum, was wir Freitag hatten. Praxisforum, Versorgungsverträge, das ist ein Thema, sagt Ralf. Glauben wir ihm? Hoffen wir mal, dass es so ist. Ich vermute. Sonst können wir das noch mit aufnehmen. Okay. Im Moment ist Datenschutz in der therapeutischen Praxis ein großes Thema. Ernsthaft? TOMS steht für technische und organisatorische Maßnahmen. Ja. Also TOMS. Also ich weiß nicht, warum Datenschutz in der therapeutischen Praxis ein großes Thema ist. Ich würde sagen, das ist noch kein großes Thema. Ich würde denken, dass das, was Sie mit unserem Datenschutzhandbuch umsetzen, dass das easy peasy ist. Also wenn in der Praxis von dem Anonymen, der die Frage gestellt hat, das ein großes Thema ist, dann mag das ja stimmen. Dafür haben wir ein Datenschutzhandbuch und das erfüllt alle Anforderungen, die es seit 2018, seit dem 25. Mai, als die DSGVO, meine Güte, ist schon so lange her, in Datenschutzgrundverordnung DSGVO in Kraft getreten ist. Also ja, da gibt es Hilfe von Buchner. Ja, definitiv. Und sonst rufen Sie einfach bei der UP Plus Hotline an und dann ist das überhaupt kein Problem. Dankeschön. Danke. Also die Kollegen haben es toll gemacht. Also ich hatte richtig Spaß dabei.
Wir haben also in kürzester Zeit 5 Millionen Masken, ohne Scherz. Wie viele Lastwagen waren das insgesamt? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, Lars sagte 8 Sattelzüge. Ich weiß aber nicht, ob das zwei oder immer, also ob das ein LKW mit Hänger. Ja, ja, das ist immer ein LKW mit Hänger. Das ist richtig viel. Und die haben ja. Alle Masken sind vollständig in guten Zustand angekommen. Wuppertal, ja, hey, Grüße zurück. Grüße an die Wupper. Also, wir können ja mal prüfen, ob der Verdacht, dass es untaugliche Spanmasken sind, aber glaube ich nicht. Nee. Schön. Gibt es Vordrucke für das Gesundheitsamt bei Nicht-Geimpften? Es geht um die Übermittlung, vermute ich. Also es gibt bestimmt irgendwelche Leute. Ich würde mal vermuten, dass wenn die Gesundheitsämter gut sind, haben sie einen elektronischen Meldepfad. Ich würde mal auf die Internetseite des Gesundheitsamtes gucken, was für sie zuständig ist. Und ansonsten können sie natürlich eine E-Mail hinschicken und fragen. Dann, wenn es einen Vordruck gäbe, müsste das downloadbar sein bei ihrem örtlichen Gesundheitsamt. Aber sie brauchen keinen Vordruck. Ich meine, wie viele Leute wollen sie melden? Da reicht eine E-Mail oder ein Fax, wie schon gesagt. Wie gesagt, E-Mail mit Empfangsbestätigung, die kann man einstellen, technisch. Und man kann unter die E-Mail schreiben, können Sie mir bitte eine Antwort schicken an diese Adresse, damit ich weiß, dass diese E-Mail angekommen ist, damit ich eine Quittung habe. Und wenn Sie unbedingt eine Quittung haben wollen, ist vielleicht Faxen gar nicht so blöd. Dann haben Sie auf jeden Fall eine Quittung, Sendebestätigung, dann können Sie die an Ihr Fax hängen und dann haben Sie einen Beweis, dass Sie gemeldet haben. Und mit guter Chance ist das Ding dann untergegangen irgendwo bei denen. Vielleicht ist das sogar die optimale Variante, sowas zu melden. Genau, wir haben gemeldet, aber es hat keiner reagiert. Also, richtig. Und nehmen wir mal an, die Praxis hätte alle Mitarbeiter ungeimpft, würde nichts passieren, weil die Gesundheitsämter kommen wahrscheinlich nicht hinterher. Aber ja, also vielleicht ist Fax gar nicht mal die doofe Idee. Sicher ist sicher, mit einem Nachweis auf dem Faxweg vielleicht, ja. Wie lange ist eine Logopädie ab Beginn der Behandlung gültig? 6 Monate. Das kommt darauf an, wie viele Einheiten auf der Verordnung stehen. Ob 10 oder ob 20. Und wenn da 10 draufsteht, dann 6 Monate. Und wenn da 20 draufsteht, dann oder 7 Monate oder 9. Warum ist das eigentlich so unterschiedlich geregelt in allen Großgruppen? Wollen wir das Fach aufmachen? Nein. Also, wenn Sie das, also gucken Sie einfach in Ihren Rahmenvertrag. Das ist der Paragraph, 12, 13, irgend sowas um den Dreh rum. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Und sonst, auch das machen wir auf dem Praxisforum Versorgungsverträge. Also auch da herzliche Einladung. Auch das ist ein Thema, das man nicht auswendig können muss. Doch, wenn man Logopädin ist schon. Naja, aber also man muss seine eigenen Dinger schon kennen. Genau, deswegen die Frage ist berechtigt, aber das ist eine einfache Lösung. Und kommen Sie zum Praxisforum. In unserer sprachtherapeutischen Praxis wurde mit Absetzung gedroht, wenn auf dem Rezept mit Erstbefundung EBF statt Erstdiagnostik dokumentiert wurde. Sind die Absetzung rechtens? Du meine Güte. Ja. Im Vertrag stehen schon Sachen drin, wo drin steht, man muss das ausschreiben. Die Regel lautet, dass die Quittungszeilen hinten drauf, die Empfangsbestätigungszeilen, dass die so beschrieben sind, dass ein Patient es nachvollziehen kann. Und das, eine EBF ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Es gibt bei den Physiotherapeuten und auch bei den Ergotherapeuten in den Verträgen Passus, dass übliche Abkürzungen verwendet werden dürfen. Aber ich meine, wo ist das Problem? Schreiben Sie Erstbefundung hin und mit Absetzung gedroht heißt ja, Sie haben keine Absetzung. Und wer hat Ihnen denn gedroht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand droht. Was bedeutet gedroht? Oder ist es vielleicht Ihre Abrechnungsstelle, die keinen Bock hat, sich damit rumzuärgern und sozusagen Ihnen droht, obwohl sie von Ihnen den Auftrag hat, das abzuwickeln? Da muss man mal genau hingucken. Aber also schreiben Sie es aus. Nur mal sicher, schreiben Sie es aus. Genau. Wenn Sie keinen Bock haben, das zu machen, ich glaube, wir haben einen Stempel, wo das draufsteht. Ja, gerade für solche Leistungen, die öfter auf Rezepten stehen. Und werden die Fragen zu ungeimpften Mitarbeitern beantwortet? Ich hoffe, die wurden schon beantwortet. Welche Fragen zu ungeimpften Mitarbeitern? Oder wenn, dann welche Fragen? Wir beantworten jede Frage, die hier läuft. Wir schummeln nicht, garantiert nicht. Oft tut sich neue Diagnosen mit der Therapie schon beim Befund auf. Wie ist es bei der Blanko-Verordnung dann zu handhaben? Naja, Sie haben ja Diagnosen schon in Anführungszeichen geschrieben. Sie behandeln aufgrund Ihrer eigenen Befunderhebung. Und nennen Sie es halt nicht Diagnosen, sondern nennen Sie es Befund und dann ist das Thema durch. Das machen Sie sowieso schon seit 100 Jahren, oder? Solange man das Wort Diagnose nicht in den Mund nimmt, ist es alles in Ordnung. Also die Logopäden können das sogar machen. Ja, die dürfen eine logopädische Diagnose. Dann darf man das logopädische oder ergotherapeutische oder physiotherapeutische Diagnose nennen. Aber das ist bei der Blanko-Verordnung überhaupt nicht anders. Und das ist, haben Sie auch jetzt schon. Also wie oft kriegen Sie einen Patienten, der eine Diagnose draufsteht, die das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist? Das wissen wir doch alle. Das ist nichts Neues. Also das ändert sich durch die Blanko-Verordnung.
Verordnung nicht. Letztendlich steht ja auch nur eine Diagnose drum, die, drauf, die eine Indikation, also eine Anzeige ist, sollten wir zu einem Therapeuten gehen. Und wenn Therapeuten entscheiden, das ist zwar eine Indikation, ja, aber das Problem mit ist ein anderes, dann behandle ich erstmal das. Ich will ja Lebensqualität erzeugen und nicht irgendein Papier erfüllen. Darum geht's. Ja. Haben Sie den Aufwand mit der Maskenaktion unterschätzt? Nö. Wir haben es allen Verbänden angeboten und wir hätten auch 50 Millionen verschicken können. Das war überhaupt kein Problem. Diese 5 Millionen haben wir tatsächlich so nebenbei machen können. Wir haben die nicht unterschätzt, sondern wir haben uns gewundert, dass es eine Reihe Verbände gab, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht, wir machen das irgendwie lieber selbst. Und dann habe ich schon merkwürdige Sachen wahrgenommen. Es gab Verbände, die auf ihrer Internetseite darauf hingewiesen haben, dass man bitte Mitglied werden möge, damit man auch Masken kriegt. Das empfinde ich als zutiefst unsolidarisch. In einer Zeit wie Corona kann man sich doch nicht hinstellen und sagen, nee, wenn du nicht in meinem Verband bist, dann darf ich dir auch nicht helfen. Nicht im Kindergarten. Also insofern, nein, wir haben uns nicht unterschätzt, sondern wir waren traurig, dass dann, also wir waren froh, dass immerhin 5 Millionen Masken so verteilt werden konnten. Aber dass es nur 5 waren, das hat mich schon auch ein bisschen irritiert. Gerade weil der logistische Aufwand, solche Masken zu verschicken, das ist nicht ohne. Nö, aber jeder muss wissen, was er mit seinen Mitgliedsbeiträgen so macht. Geschmackssache. Also ich habe eine Variante gelegt. Es gibt einen Ergotherapeut, der hat mir das erzählt. Der hat ein Anschreiben bekommen, wo drin steht, hier, guten Tag, wenn du Masken haben willst, dann bestell das hier und hier kannst du noch andere Sachen bestellen. Das heißt, man hat versucht, ihn dann dazu zu bewegen, was anderes zu bestellen. Das haben wir übrigens nicht gemacht. Das finde ich unsauber, sondern wir haben das einfach so gemacht. Pro bono, so wie Sie auch pro bono Patienten behandeln, so machen wir, haben wir mal pro bono ein paar Masken verteilt. Ich habe Fragen zum GKV-Praxisforum. Wahrscheinlich zum GKV Praxisversorgung am 4.3. Das Praxisforum ist gemeint. Genau. Kann man zwischen allen Angeboten hin und her wechseln? Jederzeit. So das ist ja das Schöne bei digitalen Veranstaltungen. Es ist nicht mal unhöflich. Es knarzt keine Tür, es klirrt kein Glas. Man kann einfach wechseln und hin und her. Man kann nur nicht gleichzeitig, außer man hat mehrere Bildschirme. Genau. Dann könnte man auch in mehreren Vorträgen gleichzeitig. Matthias Frau hat gerade gesagt, also wenn sie da drin wäre und sie wäre bei mir, dann würde sie aus optischen Gründen sofort zu ihrem Mann wechseln. Ha, kann man mal sehen. Also das ist so, sowas geht ohne weiteres und das kann man ohne Probleme machen. Finde ich völlig okay. Außerdem werden alle Vorträge aufgezeichnet. Genau. Und Sie können alle Vorträge, die Dokumentation der Vorträge, können Sie alle machen, ob Sie dabei waren oder nicht. Sie können sie alle einsehen. Insofern funktioniert das. Okay. Diese Telematikinfrastruktur auch für Podologen. Das halt gilt. Die Frage ist, wann wird für die Podologen werden die Kosten von der GKV übernommen? Und das ist noch nicht geklärt. So, das ist im Gesetz vorgesehen und bis 26 werden alle umgeschwitzt sein. Aber zurzeit gilt das aktuell nur für Physiotherapeuten und auch nur in diesem Modellversuch. Also es ist die Frage, ich glaube in 3 Jahren, 2 oder 3 Jahren. Ja. Steht in dem Schwerpunktthema, was wir auf der UP-Aktuell-Seite haben. Da können Sie es nachgucken, wann wer kommt. Gut. Wo finde ich die aktuellen Corona-Regeln? Praxisfragen.de. Praxisfragen.de. Zusammengeschrieben, ohne Bindestrich. Klar, Nagelspangen können Wunder wirken, sage ich ja. Also ich denke auch, der Zusammenhang zwischen diabetischem Fußsyndrom und Amputation und Nagelspangen lässt sich nachweisen. Du bist ein super Klugscheißer. Danke. Vorhin diese Griechenland, diese Griechisch, wer Griechisch kann, weiß, was war das? Naja, Ortho heißt gerade, also ich meine Orthographie, Orthopädie, das ist alles. Okay, also wenn man mit solchen Kollegen gestraft wird, dann hat man es irgendwie verdient wahrscheinlich. Okay. Ah, okay. Hallo, ich konnte in der ersten Minute nicht dabei sein. Hat sich hinsichtlich der Impfpflicht und des Einstellungsverbots für Ungeimpfte etwas geändert? Wurde also aufgeweicht? Es wurde nicht aufgeweicht, nein. Es wurden, also doch, also irgendwie, das NRW-Verfahren hat es schon aufgeweicht. Die haben gesagt, okay, ihr müsst nicht am 15. melden, ihr müsst bis zum 31. melden. Und die Ämter kontrollieren nicht sofort, sondern die kontrollieren bis Ende. Und in dem Moment, wo sie gemeldet haben, sind sie als Einrichtungsleiterin oder Einrichtungsleiter auch sofort befreit von aller Verantwortung. Sie können die Aufzeichnung sich angucken. Gucken Sie einfach die ersten 10 Minuten der Aufzeichnung an, dann sehen Sie es noch. Die ist ab morgen verfügbar. Ab morgen? Oder ab wann? Morgen. Ich gucke mal in die Regie. Ab morgen Nachmittag ist sie verfügbar. Die muss dann nochmal zusammengepackt werden, ja. Dann kommt noch ein Dankeschön für die Versendung der Masken. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch 1,5 Minuten. Gern. Da sind noch 3 Fragen. Das könnte auch passen. Wie ist eine Impfpflicht in Zeiten von Fachkräftemangel zu rechtfertigen? Fragen Sie die Leute, die es beschlossen haben. Gucken Sie in die Gesetzesbegründung. Das ist einfach eine grundlegende Geschichte. Und es ist völlig witzlos, noch darüber zu diskutieren. Das ist doof für die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Das kann ich verstehen, die sich darüber ärgern. Ich kann die Argumente nachvollziehen der Leute, die finden, dass man sich impfen lassen muss. Und die Diskussion ist vorbei. Wir haben alles, Drosten hat es, glaube ich, noch nicht gesagt, es gibt nichts mehr, was uns zu dem Thema irgendwie sagen könnte. Insofern gucken Sie, dass Sie
mit der BGW telefonieren und gucken Sie, ob die Ihnen weiterhelfen können. Ich glaube, das wäre eine gute Geschichte. Vielen Dank für Ihren Dank. Gerne. Und die letzte Frage. Was machen Praxen ohne Mitarbeiter, wo der Praxisinhaber nicht geimpft ist aus gesundheitlichen Gründen? Praxisinhaber ist aber zu jung, um einen Attest vom Arzt zu bekommen. Dann lassen Sie sich impfen oder bezirzen Sie irgendeinen Arzt, sich einen Attest ausstellen zu lassen. Finden Sie den Arzt, der bereit ist, es zu machen. Ich meine, es gibt fast Ärzte, die einem alles bescheinigen. Dann suchen Sie nach dem. Also ob das korrekt oder nicht korrekt ist, ich würde nur ganz pragmatisch, wenn Sie das Problem lösen wollen, irgendeinen Arzt, der egal was bescheinigt, werden Sie schon finden. Und dann gucken Sie, ob diese Bescheinigung auch wirkt. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ein Arzt ihr unaufgefordert angeboten hat, ihr einen Attest auszustellen, dass sie allergisch gegen Masken ist in der Anfangszeit. Ohne dass sie gefragt hätte. Das ist schon, also so, solche Sachen gibt es. Ob das jetzt moralisch und ethisch korrekt ist, das ist völlig schlimm. Ist eine andere Frage. Unterwegs hier. Wenn Sie ein Problem lösen wollen, wäre das eine Lösung. Genau. Alles klar. In 7 Sekunden ist der Stammtisch und deswegen sind wir jetzt fertig. Genau. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da unten ist noch einmal der Link. Genau. Tschüss. Was machst du jetzt? Ich fahre jetzt hoffentlich nach Hause. Meine Frau nimmt mich mit nach Hause. Sehr gut, ja. Und dann Füße hoch. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.